Seit 1. Juni ist die Römerstadt Carnuntum für Besucher wieder offen. Neben der weltweit einzigen voll funktionsfähigen römischen Therme am Originalstandort gibt es im Museum eine neue Ausstellung zu sehen. Carnuntum war vom 1. bis 4. Jahrhundert nach Christus eine bedeutende römische Weltstadt an der Grenze des Römischen Reichs. Die Geschichte und wissenschaftliche Grundlagenforschung lebendig zu machen, ist das Ziel der Römerstadt Carnuntum. Das römische Stadtviertel mit wiederaufgebauten antiken Häusern, die Amphitheater und das Museum Carnuntinum als Schatzhaus von Carnuntum lassen die Antike wieder auferstehen. Die Römerstadt Carnuntum ist jetzt seit 1. Juni wieder geöffnet und wir sind sehr froh, dass wir wieder alle Standorte öffnen konnten. Es ist schön zu sehen, dass die Besucherinnen und Besucher scheinbar schon gewartet haben, dass die kulturellen Institutionen wieder öffnen. Und wir freuen uns, dass wir allen wieder dieses Kulturerlebnis in Carnuntum bieten können. Hat man die Zeit dafür genützt, um neue Attraktionen zu entwickeln? Ja, in der Zeit hat sich gerade im Online-Bereich bei uns sehr viel getan. Also wir haben eben die Online-Tagestickets nun wirklich auf Schiene gebracht. Wir haben auch unsere Carnuntum-App, die wir ja schon sozusagen für die Benutzung vor Ort schon seit 2 Jahren in Betrieb haben, haben wir jetzt auch für die Wohnzimmer der Besucher geöffnet. Das heißt, die Carnuntum-App war jetzt auch in der Zeit, wo wir selbst geschlossen waren, für die Besucher im vollen Umfang von zu Hause aus nutzbar. Das heißt, man hat die Virtual Reality-Darstellungen von den römischen Gebäuden direkt von der Couch im Wohnzimmer aus sehen können. Man hat die Fundstücke aus den Museumsvitrinen geholt und in einem 3D-Scan am Smartphone ansehen können. Zum Glück ist das jetzt alles wieder vor Ort in Carnuntum möglich. Das heißt, man kann die Carnuntum-App genauso jetzt auch wieder vor Ort nutzen. Das heißt, man sieht jetzt nicht nur Virtual Reality, sondern auch Augmented Reality, wirklich die Gebäude von Carnuntum in das Gesamtkonzept hier sozusagen eingepflegt. Ein Highlight der Römerstadt Carnuntum ist natürlich das römische Stadtviertel mit den rekonstruierten Gebäuden. Ein anderes Muss für den Besuch in Carnuntum ist das Museum Carnuntinum. Das ist das Schatzhaus von Carnuntum, wo auch wirklich die originalen Fundstücke aus der Antike ausgestellt sind. Da zeigen wir aktuell die Ausstellung der Adler Roms, Carnuntum und die Armee der Cäsaren, eine Ausstellung über das römische Militär. Und über den Sommer hinweg gibt es auch ein buntes Programm an den Wochentagen. Wir haben zum Beispiel jetzt als neuen Fixpunkt den Partnertag am Dienstag eingeführt. Das gibt es sozusagen eine 1+1 Ermäßigung auf den Eintritt. Und auch sonst an anderen Wochentagen thematische Schwerpunkte bei Führungen, Schwerpunkte für Familien, Schwerpunkte in Bezug auf die Archäologie und auch auf unser Museum Carnuntinum. Also ein Blick auf die Website lohnt sich immer. Also wir sind bereit, wir freuen uns auf Besucherinnen und Besucher. Natürlich immer alles in einem verantwortungsvollen Maß, aber dadurch, wir haben große Freiflächen, wir haben ein großes Gelände. Wir tun unser Bestes dafür, dass wir allen Besucherinnen und Besuchern wieder einen angenehmen Besuch und Ausflug in Carnuntum ermöglichen können. Und wir laden wirklich alle ein, das wieder zu nutzen, und wir freuen uns.